Das, was mich an meiner Tätigkeit als vor allen Dingen als Fachanwalt für Baurecht immer wieder motiviert, ist die Vielfältigkeit des gesamten Baugeschehens. Ich kann mir Mängel angucken, ich kann alles wie ein Stein in die Hand nehmen, ich kann gestalten und kann bei dieser Gestaltung mithelfen. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit Sitz in Maisach bei Fürstenfeldbruck, Raum München, weil die Unterlagen und auch die Gesprächspartner meist bei den Mandanten ohnehin liegen. Fahre ich zu den Mandanten direkt hin, bin praktisch ein Anwalt on Tour und sehe mir vor Ort die Dinge selber an. Bei Baumängeln ist das ganz wichtig, weil dort man selber einen Eindruck bekommt, worüber überhaupt geredet wird. Bei mir geht es darum, erstmal zu gucken, worüber reden wir überhaupt, also auch losgelöst von Emotionen, und in einer zweiten Stufe zu vermitteln. Das heißt, es ist sowohl die Vermittlung im Verhältnis zu einem Vertragspartner, einem Bauträger, einem Bauunternehmen, einem Handwerker und auch die Vermittlung eines Verständnisses bei dem eigenen Mandanten. Das ist sehr, sehr wichtig.